Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Final Fantasy 7 Remake. Oh yeah. Im letzten Part haben wir nur Sidequests gemacht und der letzte Part war für mich sehr schwierig zusammenzuschneiden. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwie Bockmist gebaut oder so ein Scheiß. Auf jeden Fall, ich habe meine Nagelkeule jetzt offscreen verbessert und die hat jetzt einfach 3 Slots, obwohl es eine Waffe ist, die gar keine Slots haben darf. Naja, ja. Haben wir es wenigstens schon. Jetzt hat es aber auch Slots, ne? Ist halt so. Und 2 Sidequests fehlen noch. Ich bin der Meinung, wir ballern dich jetzt noch ganz schnell hintereinander, damit wir heute noch ein bisschen Story kriegen. Genau, auf geht's. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube, ich gehe hier total falsch. Oder? Ne, der scheint da oben zu sein. Ne. Alter, wo geht der denn? Wo ist der denn? Da. Oder was? Ne, das ist Ruhe in Frieden. Alter, wie weit ist das? Schon ein Stückchen weg, wa? Ja, dann musst du erst wieder Stückchen zurückgehen. Ja, also ich bin auf dem richtigen Weg. Nee, aber dieses Friedhofteil ist ja viel näher dran. Wollen wir das machen jetzt erstmal? Oder wollen wir erstmal ganz hinten hingehen? Machen wir erstmal den, jetzt bin ich aber wieder. Jetzt muss ich andersrum gehen, oder? Nee, ist schon richtig. Du musst einmal hier so lang und hoch. Achso, ich muss auf jeden Fall zurück. Okay. Okay. Dann machen wir erstmal das. Am besten ich cutte den Weg einfach, Leute, weil okay, ganz ehrlich, wir brauchen die Zeit, ne? Also bis gleich. Ciao. So Leute, da sind wir wieder. Und wir können schon sehen, was für ein Brocken das ist. Das sind 3 oder so. Obwohl, nee, das ist ja nicht das, was die Frau meinte im letzten Part. Oh Part, nee, das sind doch diese Königinnen, ne? Oh. Das wird crank as Chuck, Leute. Was hat Aerith nochmal an Materie alles? Okay, etwas zu heilen ist schon mal sehr gut. Ja, aber halt nur Aero als Damage, ne? Aber dein Neutral Attack ist ja ganz gut eigentlich. Ja. Was hab ich halt? Ich hab Glut und Gewitter. Und damit werde ich ja mal was hinkriegen. Ausweich und Umschlag ist auch bald gelevelt. Boah. Vergiften die nicht? So wie irgendwie Schutz gegen Sternanhänger, ne? Was hat Aerith als Accessory? Windhalstuch. ADB leistet bei Kampfbeginn leicht auf. Naja, sie hat ja schon was es leicht auffüllt. Ja. Aber das füllt das nochmal richtig. Ich gebe ihr nochmal Sterne. Naja, auf geht's, Alter. Ich kann verstehen, warum der Mann nicht sein Grab besuchen darf. Kann. Oh. Guck mal nochmal nach links. Da ist sogar eine Bank zum Resten. Guck mal nach links. Okay. Fall der Fälle. Oh, vielleicht kommt jetzt eine richtige Horde. Let's go. Oder sind das Königin? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das sind doch keine Königin. Wirksames Eis, verdammt. Super. Doch, guck. Gastri, blablabla. Das sind ja diese komischen Viecher gewesen. Das ist irgendwie eine Subspezies davon. Nephiaweberin. Nephiaweberin. Vielleicht werden die zu Königin. Oh. Ich will erstmal gucken, ob Aero irgendwas bringt. Also wir haben kein Eis leider. Boah, sehr gut. Doch, das sind Königin, die machen auch sowas. Siehst du, ich bin vergiftet. Wir haben Aerith das gegeben, ne? Wir müssen uns erstmal auf einen fokussieren. Nee, nicht den. Den da. Den hab ich schon geschlagen. Au. Burn macht schon das. Schlafbombe! Geh erstmal auf B. Da. Boah! Das geht hier ab, Leute. Es geht gerade echt. Du hast doch Eis! Hab ich Eis? Anscheinend. Nee, hab ich nicht. Ach so, ja, weil. Ist nur Kurzwahl, ne? Das war nur Kurzmenü. Ich glaube, sollte ich mal kurz selber machen. Mitra, ja. Ja. Das hier nochmal. Boah, ich muss. Okay. Verdammt. Ey, du hast dich gar nicht geheilt. Ah, haben die dich abgewehrt oder was? Kannst Gebet machen. Genau. Aber schnell bitte. Komm schon. Okay. Oh, sehr schön, sehr schön. Boah, diese Viecher sind echt. Die halten auch noch so viel aus. Oh. Er hat mein Vitra gecancelt. Vitra dauert auch voll lange. Er hat mein Vitra gecancelt. Das hat er gerade eben dir auch schon gesagt. Ja, okay, ich bin dead. Oh. Jo, ich bin jetzt dead.
Die konzentrieren sich aber gerade auf. Hey, das ist noch ein Leben. Halt dich, halt dich, halt dich. Ah, ja, okay. Vita dauert lange. Der Bastard. Oh. Das macht aber zum Glück gar nicht so viel Schaden auf Eric. Schlafbombe, das hast du jetzt nicht, du hast dich jetzt nicht einschläfern lassen. Alles gut. Wie viele... Oh, wir haben ja noch Bomben. Ja, ja. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das jetzt machen. Wo sind denn Aqua Phoenix? Wir haben genug sogar. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, sie ist wieder wach. Ey, drei Stück von denen. Zum Glück machen die aber Aerith gar nicht so viel Schaden. Sehr schön. Ah, du machst aber leider auch nicht so viel Schaden. Oh, oh Mann. Kannst du jetzt nicht Shiva beschwören? Doch, wir haben noch Shiva drin mit ihr. Warum geht das nicht? Ich weiß das nicht. Nicht genügend ATB. Ach so. Ja, wenn ihr ATB voll ist, ist Shiva auch immer noch nicht da. Wieso? Guck nach. Ach komm. Du musst dich heilen. Ah! Ich glaube, sie ist wieder wach. Die machen überhaupt gar keinen Schaden auf Aerith. Sehr schön. Oh, hat mein ATB gecancelt, Mann! Der Bastard! Das ist das, was ich am meisten hasse, wenn die das canceln. Oh Mann. Diese Viecher sind echt. Ey, drei Stück auch von diesen Bastarden, Alter. Guck mal, weil sie immun ist. Warum ist sie immun dagegen? Was haben wir gegeben, dass sie immun dagegen ist? Nein, das würde ich nicht machen. Ach, verdammt. Tut mir leid. Oh, er ist schockanfällig. Jetzt gib ihn, Alter. Baller nur auf ihn drauf jetzt. Der braucht... Ach, das ist alles viel zu wenig Damage, Mann. Ach, komm. Hat das er noch getroffen? Ja, bist du. Es ist tot? Ist es nicht tot? Nee, schade. Ich dachte gerade. Wieso können wir denn Dings da nicht rufen? Shiva, was ist das denn? Ich verstehe das auch nicht, warum das nicht geht. Oh, aber B hat schon echt guten Schaden bekommen gerade. Oh nein, Supertrank wurde gecancelt. Oh. Boah, das ist echt ein Kampf, das ist wie so ein Boss, Alter. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir haben aber gleich unser Limit, wir beide. Sehr schön, sehr schön. Ah. Nahkampf bringt auch nicht viel. Konterer geht. Der Allrounder ist schon besser. Shit. Ich find's cool, wie Cloud immer Shit sagt, wenn er nicht trifft. Willst du dann einfach Clouds Beschwörung aktivieren? Kommt doch irgendwas, ne, meinst du? Ja. Ey, es sind auch noch drei von den Dingern, ne? Aerith Limit ist gleich voll. Nur noch ganz, ganz wenig. Aber ich hätte jetzt lieben gerne Shiva beschwört. Ich muss echt mal gucken. Aber was ist denn der Grund, warum der nicht kommt? Hast du gerade den Lag gesehen, wie lange das gedauert hat, bis er ihn beschwört hat? Ich verstehe nicht, was das soll. Aber wir haben doch jetzt Schoko-Eis. Ja. Kannst du auch benutzen, das ist doch sehr gut. Aber Aerith hat ihren Legitimate. Heilender Wind entfesselt einen wohltuenden Wind, der eine mittlere Menge TP alle Gruppen mitnieder hält. Das bräuchte ich jetzt. Boah, jawohl, sehr schön. Oh Mann, Alter, ihr Drecksviecher, ey. Einer muss auf jeden Fall weg. Getroffen. Weißt du, wie das ist? Eis macht erst Damage, wenn die Eiskugel explodiert. Okay. Habe ich gemerkt, dass ich den Cocoflare. Boah. Chocoflare. Nein, ich schlafe. Töte den Bastard. Oh, ist wenigstens tot.
Oh, mach mal Gebet bitte. Ups, das war Fertigkeiten, genau. Schnell. Ich bin auch noch schlafen. Geil. Boah, du hast echt Probleme gegen diese Dinger. Ach, hätten wir Barrett und Tifa hier. Ja. Ah. Ich konnte mich heilen. Wer hat weniger Leben von den beiden? Ups. Na, ich bin ja wach. Wir müssen auf A gehen. Du hast deinen. Ja, ja, aber mach ihn erstmal Schock, wenn das geht. Nicht jetzt Limit machen, mach erstmal Schock. Wenn der geschockt ist, dann wird das Limit ihn auf jeden Fall töten. Ihm fehlt nicht mehr viel. Juhu. Das macht alles so wenig. Okay, schock einfach nicht. Schnell. Oh, lass mich doch in Ruhe, verdammt, du Bastard! Oh no. Ah, Cloud schläft auch. Das wird jetzt echt crank. Oh, jetzt kommen die alle auf dich. Willst du dich aufstellen? Jetzt. Hol ihn dir. Deine ATBs sind voll. Nein! Oh. Verdammt. Lass ihn in Ruhe. Komm, bitte steh auf. Klaus, steh jetzt auf. Du musst jetzt aufstehen, bitte. Nein! Verdammt! Komm schon, Cloud. Komm schon. Oh. God damn, er ist noch aufgestanden. Oh! Und Limit ist weg. Komm schon. Aerith, komm schon. Sehr schön. Wow! Gerade so noch Wachmacher. Wachmacher. Kannst du auch benutzen. Ach nee, ich bin ja tot. Du bist ja dead, mein Freund. Also K.O., ne? Nicht tot. K.O. Wirklich nicht gut aussehend. Die Situation ist echt nicht gut aussehen gerade. Leute, wir sind nicht einmal gestorben bisher. Und wir dürfen auch nicht sterben. Ach komm schon. Oh nein. Okay, du bist wach. Wirf dir einen Supertrank oder so rein. Komm schon. Du hast jetzt nicht schlafen, Alter. Dann haben wir verkackt. Nein. Der hat mich doch gar nicht getroffen. Nein. Der eine ist gleich tot vor allem. Ey, was soll das? Komm mal auf zu dodgen, nur laufen. Lauf mal weg. Du hast gleich dein Limit, Mann. Du musst sofort Limit benutzen gleich. Warte, bis dein ATB voll ist und gib dir irgendwie einen Supertrank. Jetzt. Oh. Komm schon. So, jetzt lauf weg. Limit ist auch gleich voll. Ich würde sagen, lauf weg, bis dein ATB voll ist und dann heil mich. Oder gib. Komm mit weg. Weg! Keine Angst, Bruder, ich weiß, was ich tue. vielleicht so eine Granate zu werfen wäre auch ganz gut. Müssen wir auch mal ausprobieren. Ja, wollte ich auch gleich machen, eigentlich. Okay, weg da! Tagging out! Oh. Mann, warum? Ich nehme viel zu viel Damage von den Bastarden. Nee, wir gehen erstmal weg. Was war das denn? Boah, wir verlieren echt voll viele Sachen. Hau erstmal ab. Genau, lenk die Sachen auf dich, wenn du tiefer mal schießen würdest. Ja, genau, guck. Meinst du Aerith? Tut mir leid, ich bin gerade voll in Rage. Naja, aber sowas muss auch mal sein, ne? Bastard. Auseinandergenommen. Boah. Sehr schön. Ist einfach ein ganzer Boss geworden, dieser Part. Dieser Part ist einfach ein ganzer Boss geworden, Mann. Heil uns, Aerith.
Jawohl, jetzt gib ihm aber sowas von. Und tschüss. Alter. Und es geht auch noch weiter rein, glaube ich. Ja. Oh nee, ist schon da. You wanna say a prayer too? No thanks. I think you've got it covered. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Ne, ich hab nichts gesehen. Warte, da könnten wir uns heilen, aber egal. Leute, der Part geht 17 Minuten. Könnten wir von... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, könnten wir nicht von dort eigentlich hoch weitergehen? Ja. Ah, na egal. Heidei, Mann. Haben diese Viecher... Leute, das Spiel wird noch übel schwer, glaube ich, Alter. Und der erste Tod, ne? Der ist so kurz davor zu existieren. Wir sind bald tot. Das Problem ist einfach nur, wir sind gerade nicht in unserer stärksten Fassung, oder? Ja. Lage. I'm really grateful for what you did. Here's your reward. I owe him a lot. Maybe more than I can ever repay. And now, I owe you a lot, too. I know it's not much, but I hope it makes up for it a little bit. We paid our respects to your wife, and we took care of those creatures. Oh, that's such a relief to hear. I can't tell you how much it was weighing on my mind. I was beginning to think I might never be able to visit her grave again. With my bad back and my legs, my whole body's a mess, frankly. I didn't think I could make it past the creatures. But I was prepared to die trying, and then you two came along. Still, I've got to face facts. Creatures or no, I can't keep making these trips. Don't say that. This is the graveyard key. Run it back to Moggy. But I just told you about my legs. Why don't you just give it back? Okay. It'll cost you 5,000 gil, though. 5,000? It's always money with you people. Fine. I won't ask you for anything else. I'll take your damned key and give it to the boy. It's downright depressing. What is the world coming to these days? So, Leute, da muss ich aber erstmal gleich mal was dazu sagen, wenn jetzt noch nicht noch irgendwas kommt. Haben wir jetzt 5000 Gil bekommen? That's all you kids think about. Not a whit of generosity or selflessness. I may as well keep working till the day I die. You're a real dick, you know that? But on the bright side, it seems he's all fired up again. Erstmal gucken wir, was ein Nietenreif ist. Ein Armreif mit eingelassenen Nieten, der eine rebellische Mentalität zum Ausdruck bringt. Alter, plus 30! 30, krass. Aber 30 geht auch weg. Ich würde es erstmal so lassen. Ich geb das dir, Alter. Ja, das sieht doch ziemlich gut aus, wa? Ja, das ist ja. Alter, wie viel los du hast. So, Leute, jetzt nur mal zu dieser Situation hier. Cloud ist Anfang des Spiels halt einfach nur mal so, wie er ist. Also, er ist ein Söldner, Leute. Leute, in diesem Spiel werdet ihr, was Clouds Charakter angeht, kaum was erleben, so gesehen. Wollen wir mal kurz zum Gegenständeladen gehen, wenn wir schon mal hier sind, kurz? Da vorne. Ich glaube, wir haben echt eine Menge verpulvert. Ja. Ein paar Supertränke auf jeden Fall. Und vielleicht ein Phönixfeder oder so. Weil Heiltrank bringt jetzt auch gerade nicht das mehr so mir viel. Viel, ne? Er bringt eigentlich gar nichts. Ja, und ich muss mich auch nochmal entschuldigen wegen dem Megatrank, was wir schon getan haben. Ja, das passiert, ne? Kann man nicht ändern. Also wie gesagt, bitte, was Cloud angeht, ihr müsst noch ein paar Jahre warten, bis der Rest... Stopp, du darfst, das ist wieder dieses Kinderding, du musst zurückgehen, Digga. Warum zurückgehen? Weil das ist doch da oben. Guck, die sind doch die Kinder. Oder musst du ihm das Teil abgeben? Nö. Du musst ja, da du hast recht. Ja. Alter, wo das ist, ne? Mhm. Ich würde sagen, aber den Weg cutten wir, weil das so lang ist. Jo Leute, wir sehen uns gleich. Dann gleich wieder. Ah, ich glaube, das ist dieser Ort, ach so, wo wir gesagt haben, ja, ja. Waren wir schon mal hier. Und dann dachten wir so, hä, was ist denn das?
Was ist das denn? Leute, herzlich willkommen wieder. Und ich glaube, wir haben den Vater von diesen Viechern gefunden. Oder die Mutter. Oder der Opa, was weiß ich. Wir boxen den jetzt auf jeden Fall. Er hat doch gesagt, das ist ein Monster, der diesen Typen beschützt oder so. Ja, bin kurz davor, jetzt... Hoffen wir einfach mal, dass er alleine dort ist. Hast du Gewitter? Ja. Nicht, dass er aber doch gegen Gewitter dann irgendwie... Nein, der ist im Leben nicht vor Gewitter geschützt. Ich überlege nur gerade was. Ach so, du bist jetzt... Nee, keine Ahnung, was du gemacht hast. Ach, du überlegst wahrscheinlich dieses Element mit. Das müssen wir auch mal ausprobieren, das hier. Magische Verkettung. Ist doch jetzt Element Gewitter, ne? Ich hab mich nicht verguckt oder so. Ja, du hast Element Gewitter, okay. Genau, auf geht's. Oh Mann. Holy shit! Das hat gar keinen Schaden gemacht. Ah, ich glaube, das Teil sollst du lieber nicht boxen. Was? Nein! Kurzweiles Feuer! Lass dich von diesem Bums nicht treffen. Ich glaube, das hättest du nicht machen sollen, wenn du in seiner Nähe bist. Wir hätten speichern sollen. Scheiße! Vielleicht sollten wir auch einfach mal mit Bomben abwerfen. Oh, lass mich Cloud spielen, damit ich da wegkomme. Nein! Jetzt bin ich schon drin! Okay, oh! Ja. Geil, ich bin silenced. Richtig super. Geil. Super. Ich kann nicht zaubern. Episch, Leute! Epischer Sieg. Das macht das. Probier mal, ob du jetzt Shiva beschwören kannst. Warum geht das nicht? Ich hab ne Idee, sollen wir mal eine Gigabombe werfen? Ich hab schon eine geworfen schon. Dann werfen wir eine Handgun. Nein, ich hab beim anderen Boss schon eine geworfen. Hier kannst du auch eine werfen. Achso. Ich dachte gerade, wirf sie nicht. Achso. Nein. Was machst du da hinten? Ich nehm nur Schaden da hinten. Wie viel Leben hat der Typ? Eine Menge. Der lässt mich auch gar nicht in Ruhe, ne? Ja. Sehr schön. Nein! Ich warte doch nur drauf, dass ich wieder Leben kriege. Scheiße. Genau, jetzt ist das Ding jetzt auf mich gerade, auf Aerith gerade gelenkt. Jetzt kannst du ihn von hinten kriegen. Pass auf, hau ab! Okay, alles gut. Ich dachte, der dreht sich noch um. Hohohoho. 22.000, Leute. God damn, Alter. Wir sollten echt oft Gewitter gegen das Ding machen. Ich geh aber weg, wenn ich das mache, Alter. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja... So, it's my turn? Ja, yes. Das ist dein Turn. Hallo, geh weg von ihm. Ey, das macht irgendwie immer mehr Schaden, je mehr sie trifft. Oh. Lass mich gar nicht mehr in Ruhe. Ich bin stumm. Stimmt, wie konnte ich gerade was zaubern? Gebet? Ja, ne? Das klaut aber... komm. There! Mann, ich darf mich von diesem Boss nicht treffen lassen. Guck mal. Vielleicht... scheiß drauf. Nein! Geblockt doch noch, geblockt! Ich sehe es jetzt erst. Guck mal, meine Stummheit geht weg. Nach einer Zeit. Von alleine geht es weg. Geil! Ich glaube, wir müssen das 1000-mal blitzen. Bam! Geh weg! Hallo! Hallo! Glaubst du, diese Viecher hat doch jemand gebaut? Ich hab doch keine Ahnung, was das für ein Typ ist, der diese Probleme hat. Geh weg da. Du kannst doch hier MP wegnehmen von diesem Spasti. Ja, gut, ja. Ja, yeah, thank you. Das macht doch noch voll viel Schaden! Oh, du pennst. Oder was auch immer. Nö, ich penn nicht. Also, sie pennt nicht. Ich hab Blitzra leider nicht auf Shortcut, deswegen muss jemand kurz mit dem komischen Menü gehen. Hopp, hopp. Und jetzt boxen.
Aber hinter ihm oder so. Lass den Boxen einmal, genau, und jetzt hol ihn dir. Hol ihn dir. Hopp. Wer hat dir einen gezogen gerade? Der hat dir richtig einen gegeben. Hey! Achso, ich dachte gerade, dass er gerade unter Schock ist oder so. Sehr schön, er hat nicht mal viel Leben. Willst du den Schoko berufen oder? Weil du hast keine MP mehr. Das ist keine gute Idee. Au. Aber er ist gleich tot. I can't believe it, sagt sie auch noch. Leute, ich glaube, diese Part ist keine Story mehr. Diese zwei Bosse reichen schon komplett aus. Ja, oh, hat dich richtig eingekreist. 1 gegen 1. Das heißt, oh, du hast sogar dein Gym mit. Gib ihm. Du hast dein Limit, Bruder. Schnell, bevor er sich denkt so, na, was macht er da hinter mir? Oh, jawohl, das war so. Gib ihm! Ich kann keinen Blitzrad jetzt machen. Ah, dann joggst du ihn weg. Let's go. Okay. Alter. Weg da, mach Blitz. Du kannst, glaube ich, sogar zwei Stück machen. Dankeschön. Ja, das ist normal, genau. Bam! Ich kann da nicht mehr rein. Doch, ganz guten Schaden, Alter. Das hab ich gar nicht erwartet. Er muss herkommen, ich kann nicht rein. Ich kann nicht rein. Dein ATB ist gleich. Gib ihn. Genau, der ATB ist es. Einmal voll. Ja, ich bin stumm. Verdammt. Oh! Naja, der hat sich nicht richtig gefunden. Ja, der Start ist wohl nicht so gut. Ah, weg da, weg. Er dreht sich einmal. He's dead soon. Oh, nicht mehr viel. Gib ihm mal den Rest, er ist gleich tot. Yes. 420. Gifthorn besiegt. Materie Ausweichung, Dummschlag hat sich gelevelt. Der ist jetzt fett im Relikt, was? Ob das der Sch... Warnung des Racheengels. Ein Schlüssel, oder? Nee. Guardian Angel of the Slums will collect your offering on behalf of the poor. This must be one of her calling cards. I don't see anything else interesting. Let's head back and tell him what we found. War das jetzt ein Schlüssel? Ich glaube nicht, weil Objekte werden generell mit diesem Schlüsselkennzeichen gemacht. Ach so. Vielleicht gibt uns der Penner jetzt. Ja, Leute, das ist jetzt ein langer Part für mich. Zwei epische Bosskämpfe. Und wir haben jetzt auch noch. Richtig epische Bosskämpfe. Das waren nicht mal Bosskämpfe, Mann. Musst du dir vorstellen, das war Mini-Josse, Mann. Junge, das war alles optional. Das musst du dir vorstellen. Das ist optional gewesen. Damn. Can't believe it, you found one of her calling cards! This is the genuine article, I'm sure of it, pinned by the angel herself! So this is one of her famous warnings. It's an incredible find! Oh, was that all? Hold on. Looks like there's something else, a message. To the nosy Shinra reporter sniffing around, I was planning to teach you a lesson you would never forget. However, by the grace of your mercenary friend, you were spared that lesson. But next time he might not be around to save you. You would be wise to watch your step. Not just a message from the angel, a warning. If the merc here hadn't bailed you out, that fiend in the scrap would have ripped you to shreds. Sorry about that, friend. Here I was, just trying to help you out. But instead, my kindness almost got you violently killed. Now. No harm, no foul, right?
In any case, I hope this narrowly averted tragedy won't discourage you from sharing information with me in the future. Hey, everybody! The Angel left another calling card! She's gonna rip off Don Corneo! It's about damn time! Don Corneo's no easy mark! I can't wait to see how this goes down! Excuse me, I'm a reporter for the Daily Buzz and... So much for my reward. Here, why don't you take this? Oh, and no need to thank me. Let's just say it slipped out of that reporter's pocket. Can't call it theft if you're just claiming what you're owed. Am I right? Well done, Mr. Merc. You certainly lived up to your reputation. Oh boy. Irgendwas mit Don Corneo, ich hab das jetzt gerade nicht gehört. Ja. We probably ought to call it a day. Getting late, huh? You've been working so hard, you lost track of time. Had to. The pay sucked. Because they didn't know if you were worth it yet. But now they do. Come on, let's go home. Universaler Söldner. Wir kriegen keine Nebenstory mit Aerith allein? Endrolle Sidequests, ne? Ja, alle abgeschlossen. Naja, wir haben ja das getan, was wir gemacht haben, ne? Denkst du, diese Rachengel hat ja irgendwas mit Don Corneo gesagt, ne? Und diese Tür dort sah doch schon. Ja, das wollte ich ja im letzten Part nicht sagen, dem Part nicht sagen, wo ich das, wo ich dachte, das ist von ihm. Aber das Zeichen ist echt. Hat mich an Don Corneo erinnert, ja. Glaubst du, das ist jetzt offen nach dieser Nachricht? Glaub, ja, stimmt. Wollen wir mal kurz nachgucken? Wir gucken kurz nach. Okay, Leute, wir gucken mal kurz nach, ob das offen ist. Und wenn nicht, dann nicht. Was hat sie jetzt gesagt? Ich habe jetzt nicht zuhören können. You know, there's a rumor that the Angel of the Slums is as radiant and beautiful as she is daring. Personally, I think that one's true. Ich habe eine Vermutung, aber ich sag's mal nicht. Vielleicht sage ich es dir. I thought we'd put those days of war and death behind us. But Mutai won't let us move on. Diese Mucke hier, ne? Ich schwör, ist so geil. Wollen wir jetzt kurz nachgucken? Ja, wir gehen jetzt kurz nach. Okay, bis Leute, gleich. Gleich. Ich musste da nur mal kurz rein, weil die Mucke einfach besser ist. So, Leute, wir sind da. Wir gucken jetzt mal, ob wir das hier aufmachen können. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht. Nein. Ach. Schade. Schade. Vielleicht müssen wir aber auch einfach mit der Story weitermachen und kommen dann hier hin. Weil, wie gesagt, Leute, dieses Zeichen kenne ich und das gehört Don Corneo und der wurde ja letztens gerade, also gerade eben erwähnt. Ja, ne? Und deswegen haben wir gedacht, dass jetzt die Tür einfach so offen sein könnte, so. Ja. Als kleiner Hinweis. Und wie gesagt, ich hatte wieder eine Vermutung, wer der Rache-Engel sein könnte und ich habe das ja auch gerade off-cam nochmal gesagt und du glaubst das auch vielleicht, ne? Also, es ist mehr möglich. Es ist eine Möglichkeit, wenn man so die Originalspiel gezockt hat, dann. Dann ist es möglich. Aber für die Leute, die das Original-Game halt nicht kennen, wird das eine krasse Überraschung, ne? Naja, wir werden es mal sehen. Jetzt, also nicht jetzt, aber im nächsten Part gehen wir dann zu Aeriths Haus. Tut mir leid nochmal, dass in diesem Part wirklich keine Story da war. Jetzt haben wir zwei Parts voll mit Sidequests, aber Leute. Und kleinen Minibossen. Naja, so ist das halt. Ich kann auch nicht. Ich bin ja auch kein Pro-Gamer. Ich kann ja auch nur zocken und das ist alles. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part vor Aeriths Haus und dann gucken wir mal weiter, wie das Spiel hier weitergeht. Jo, bleibt clean und wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy VII Remake. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt clean und ciao.